Von ganz händisch. Was? Aber das muss man zu mir sagen. Hat irgendjemand einen Hund? Hundebesitzer hier? Ja, alles klar. So, macht ja nichts. Hat ihr einen Hund und mit dem muss man immer mal wieder Gassi gehen, ja? So, alle 5 Tage mache ich das eigentlich, ja? Das lang gut. Und da laufe ich dann immer so gemütlich, gell, an der Insel oder ein bisschen am Neckar entlang, gell, mit dem Hund. Ach, das ist herrlich. Vor allem jetzt auch bei dem Wetter ganz toll, schön einpacken mit Schal und so weiter. Wunderbar, die frische Luft ein bisschen genießen. Laufen wir da so entlang, ne? Und wie ich da so entlang watschle, da am Enzufer, ne? Dann gucke ich da so runter an das Ufer, ne? Da hockt da einer da direkt am Ufer, ne? Und sauft da aus der Enz das Wasser raus. Ne? Nein, dann doch schon, Gottes Willen, hör auf, die Dreckbrille, das kannst du doch nicht saufen. Ne? Na, dreht der sich rum und sagt, nö, was hast du gesagt? Ich sag, trink langsam, es war so kalt. Das ist meine Nachbarin und die kommt regelmäßig zum Kaffee trinken und so weiter. Aber äußerst ein Problem, ein Gusch wie ein Schwert. Und das ist halt meistens nicht so. Aber immer, du bist ja schon da, herrlich. Schön, dass du auch da bist, gell? Lang haben wir uns nicht gesehen, lang. Ach, und grobmotorisch ist sie auch. Das hat ganz gut. Das ist die Zuneigungsbekennung, ist das. Die haben die so gern. Ja, Sepple, was ist denn heute für ein Tag? Mein Gott, was soll denn heute sein? Was ist heute für ein Tag? Das Samstich. So, das sagst du gleich, wenn ich dir was frage. Halt doch mal dein Gott, wenn ich dir was erzähle. Wenn ich dir was frage, dann kann ich gleich zum Sagen. Herrgott, noch einmal. Weil ich wäre ganz gut kriegt, du weißt doch, was immer Samstichsabends ist, oder? Ja, ja. Fußball, Tagesschau, Sportschau. Sepple, was ist in meiner, von meiner Sicht aus immer Samstichs? Ach, du kriegst bloß ZDF frei, ja. Lotto, Schäpple, gut hast du gesagt. Ja. Weil guck, heute ist Samstag wieder, ich wieder ganz aufgeregt auf ein Buch nach. Mein Lottozettel, du spielst doch jeden gut. Samstag, mein. Halt doch einmal da, Gott, wenn ich dir was erzähle. Da, guck nach, mein Lottozettel, Nigelnagel, nein, Druck, frisch ist der, guck nach. Ja. Kennst du hier sich selber die Zahlen da? Ja, jetzt kannst du auch mal wieder öfters Druck spucken, weil das Untermeile mit der Deutsch ist. Genau, Schäpple, Mensch, guck nach, die 23 ist meine erste persönliche Glückszahl. Ich wieder ganz aufgeregt daheim auf meinem Sofa, alle vor meinem Fernseher mit meinem Lottozettel in der Hand. Und die Kugel, die fange da und die rollt. Und stell dir vor, die 23 ist gekommen. Jetzt habe ich schon Äußerle, das ist ja klasse. Äußern, Ludwig. Halt doch mal dein Gott, wenn ich dir was erzähle. Guck mal, die 7. Guck jetzt auch noch die 7. Die 7 ist meine zweite persönliche Glückszahl. Ich wieder daheim ganz aufgeregt auf meinem Sofa, alle vor meinem Fernseher mit meinem Lottozettel in der Hand. Und die Kugel, die fange wieder und die rollt. Und stell dir vor, die 7 ist gekommen. Jetzt habe ich schon Zweierle. Und Zweierle, das ist ja herrlich, du 3,40 €. Halt doch mal dein Gott. Die 10 ist meine dritte persönliche Glückszahl. Du, ich wieder ganz aufgeregt daheim auf meinem Sofa, alle Vorrangpflanzerle mit meinem Lottozettel in der Hand. Und die Kugel, die fangen wieder an und die rollt. Und stell dir vor, die 10 ist gekommen. Jetzt habe ich schon 3 Eierle, jetzt geht's an. 3 Eier! Hat Donnerladi, da kennen wir ja einen. Da kennen wir einen Lupfer für 2 Eier. Halt doch mal dein Gott, stell dir die Masse zu. Mensch, komm her, jetzt wird's interessant. Guck mal, die 9. Die 9 ist meine vierte persönliche Glückszahl. Mensch, jetzt wird's aufregend. Ich will daheim ganz aufregend auf meinem Sofa, vor meinem Fernseher mit meinem Lottozettel in der Hand. Und die Kugel, die fangen wieder an. Und die rollt. Und stell dir vor, wie rein ich komme. Mensch, jetzt habe ich schon ein Vierer, du. Jetzt geht's aber langsam in die Hunderte von Euro, du Entvierer. Halt doch mal dein Gott, wenn ich dir was erzähle. Guck mal, jetzt wird's interessant. Die 17 ist meine 5. persönliche Glückszahl. Menschenskinder, du, ich wieder ganz aufgeregt daheim auf meinem Sofa, vor meinem Konzert mit meinem Lottozettel in der Hand. Und die Kugel fangt wieder an. Und die Ich bin stand vor meinem Sofa, vor meinem Fernseher. Vor meinem Fernseher.
Mann, und stell dir vor, diese Achterschaufel. Wir haben Sechser. Ein Sechser. Ein Sechser. Du da eben, Mann, du bist mir lange denk. Wenn mein Mann auch noch den Lottozettel abgegeben hat. Dem hätte ich aber den Schädel runtergerissen, ich dem. Was glaubst du, was da drin ist? Woche hinter uns, dreimal BZ-Aktion Menschen in Not, zweimal der Gockel gespielt, gestern ja tatsächlich, schwäbischer Schwank, gestern Comedy, auch abendfüllend, heute hier, dreimal, viermal, fünfmal, ganz tolles Publikum, also nur viermal, ganz tolles Publikum gehabt und also ihr wart wirklich heute auch klasse, doch, es hat unheimlich Spaß gemacht hier im kleinen familiären Rahmen, so direkt vorne und mittendrin statt nur dabei, schon ganz andere Atmosphäre und war richtig toll und könnt euch selber applaudieren, danke. Nur recht gäbe, ihr wart heute Abend das allerbeste Publikum. Klasse, Stehgläser. Ich bedanke mich wirklich saumäßig bei euch, dass ihr euch nach dieser aufwühlenden Tage in der Bietigheimer Keller euch heute so eine Performance nachgelegt habt. Das war wirklich allererste Sahne. Also ich sag's jetzt einfach, es war besser wie gestern. Und ich habe gedacht, das sei nicht möglich, aber das war möglich, wirklich. Ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Es ist natürlich so, jeder, der hier auftritt, der kriegt von uns unser Medaillon. Das gibt es nur bei uns, eine zwölfstrahlige Sonne. Zwölf, eine ganz besondere Zahl, das wissen wir ja alles. Ich sage nur Stichwort, zwölf Fingerbaum. Also, kann man aufklappen, ein Bild von einem Hundlein machen oder was auch immer. Schön, ja? Kriegt jeder von euch und wenn das nächste Mal kommt, kriegt ihr dann Orden. Also von dem her gesehen, wir sehen uns hier wieder. Vielen herzlichen Dank. Euch sage ich vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Die waren super. Wir waren nicht ganz so super an manchen Stellen, aber bitte mir um Entschuldigung. Wir schicken mir übel dran, dass wir besser werden. Und wenn es euch gefallen hat, dann kommen wir wieder. Wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann sage ich doch, dann muss man unbedingt mal neu in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann halt euch einfach.